Ey, das ist so warm hier. Jasmin, ich werde sterben. Ja, ich auch. Ich werde verdursten. Ich werde verhungern. Ja, ich verdursten. Wir könnten ja... Ich guck mal da zum Zelt, ob da ein bisschen was zu naschen ist. Da ist ein Zombie. Ja, der war aber eben noch nicht da, oder? Nee, der ist hingekommen, als du... Ich hab ihn weggeschaufelt. Aua! Huch, hab ich dich getroffen? Deine Treffsicherheit als Backup ist echt fragwürdig. Willst du jetzt nicht gucken gehen? Ich hab noch schnell ein Vogelnest geplündert. So, Camping, da muss es doch Essen geben, ne? Da hinten kommt eine Weide. Nee, das ist ein Baum, ich wollte gerade sagen. Es gibt hier nichts zu essen. Was ist denn das für ein Zeltplatz? Der hat die ganze Kühlbox geplündert hier. Nur noch leere Bierdosen. Warst du schon da hinten beim Holz? Warst du schon da hinten beim Holz? Bei dem hier? Da hinten? Wo ist denn da? Da, wo ich hingucke. Ich sehe nicht, wo du hinguckst. Ja, da war ich schon. Da, wo der Container ist, meinst du? Wo das Holz liegt. Nee, da ist nichts. Da war ich schon. Ich bin jetzt im Camp Bravo. Boah, das sieht aus wie ein Schützengraben. Hinter dir. Hier sind auch Trittminen, ne? Ja, trotzdem kommt hinter dir gleich einer. Wo ist er denn jetzt? Ach, da. Ich durchforste das Camp Bravo. Nach Wie Essen. Das aussieht, ey. Oh, da ist auch noch einer. Jetzt kommen sie. Oha, die sind schnell. Aua, hier Stacheldraht. Da sind viele und die sind schnell. Wieso laufen die nicht durch die Trittminen? Du bist aber auch ganz schön schnell. Dankeschön. Ich hab trainiert. Oh. Bei dir ist was kaputt gegangen. Ah, mein Bogen. Meine auch. Hast du mal Holz? ich hab nicht mehr viel. Wieso kann ich ihn jetzt hier nicht mehr schießen? Du hast keinen Pfeil. Doch, ich hab ja noch 4 Steinpfeile. Okay. Achso, hallo erstmal und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich hab gar nicht Bescheid gegeben, ne? Hä? Rechts ist ein Reh. Wieso kann ich denn nicht mehr... Ich weiß es nicht. Schießen. Hier. Hä? Mein Bogen ist kaputt. Hä? Was ist das? Guck mal, ich kann nicht mehr schießen. Hä? Ich hab hier Steinpfeile. Steinpfeil habe ich. Hä? Nein, ich hab's verschreckt. Ich hab das Reh verscheucht. Kann mir mal einer sagen, warum ich hier nicht mehr mit meinem Pfeil schießen kann? Wechsel doch einmal. Warum geht denn das jetzt wieder? Ach, das bist du. Huch. Was ist los hier, ey? Au. Schieß! Schieß! Ich? Ja! Nicht der mit dem Leuchtstab! Ich treffe den nicht! Ich sehe die Leiter nicht mehr! Ich bin blind! Der schlägt Ich treffe den nicht! Hier! Nein! Leiter ist hier! Ich hab ihn nicht mehr gesehen! Der frisst sich ja echt auf, ey! Der hat mich blind geprügelt! Das ist schlecht jetzt. Nur weil du da hingelaufen bist. Wir sterben. Das hält der nicht aus hier. Und ich habe Kopfschmerzen immer noch.
Hä? Ich hab doch keine 14. Ich verstehe das hier heute nicht. Jo, ich lock die noch alle an. Was? Du bist lustig. Ich bin doch voll leise. Jo, und wir stürzen gleich ein. Wieso hatten wir eine leuchtende Augen? Wir sind doch ganz am Anfang. Au. Läuft der mit dem weg? Ich kann nicht springen. Warum blute ich jetzt schon wieder? Wo ist die Leiter? Wo ist die Leiter? Zumindest bin ich diesmal hier oben. Gibt's doch gar nicht, ey. Verband. Jo, ich habe keine Pfeile mehr. Müsste ich herstellen. Kann auch keine mehr herstellen. Ich habe keine Federn mehr. Geil. Weil du da hinten hingelaufen bist. Ja, irgendwie ist die Basis nicht so stabil, ne? Ich hab's dir gesagt. Danke, Patrick. Vielen Dank. Dass ich zum Glück noch nichts in die Truhe gepackt habe. Ist die Truhe mit abgestürzt? Also ja. Hey, ich hab die doch extra auf. Die hab ich doch extra auf den Pfeiler und den Grill auch. Ja, die haben das Holz zusammengeschlagen und dann bricht das zusammen, logischerweise. Aber der Grill steht doch noch. Der Grill da hinten. Das ist das Einzige, was noch steht. Hier ist noch einer. Der versteckt sich gerade vor dir. Zwei sind hier noch. Okay. Ja, ich gebe zu, ich bin ein bisschen dumm. Alter, aua. Ja, und ich hab's gesagt, dass du dumm bist. Ja, ich stimme dir zu. Ja. Das jetzt, kannst du mal abhauen? Das klärst du jetzt. Du hast sie angelockt, du gehst jetzt runter und regelst das, ey. Ich will nicht mit denen reden, die sind gemein zu mir, die ärgern mich, Jasmin. Das ist mir egal, du hast sie angelockt, weil du musstest ja um die Uhrzeit da hinten gucken gehen. Ich wollte doch nur was zu essen haben. Und, hast du was zu essen gekriegt? Welcher ist denn der mit den roten Augen? Keine Ahnung, und hast du was zu essen gekriegt? Ja. Was denn? Weiß ich nicht mehr, aber ist ja auch irrelevant. Ich bin ja dann gestorben. Hast du gar nicht. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe keine Munition mehr. Ja, ich habe auch keine Pfeile mehr. Wir fangen schlechter an als vorher. Ja, so ein bisschen, ne? Ich habe einen Pfeil. Gesagt, lass uns ein Haus suchen. Nein. Ja, er möchte eine Bruchbude machen, die gleich zusammenkracht. Ich wusste ja nicht, dass die so einen Blockschaden anrichten. Hab ich dir gesagt. Doch. Ich hab gesagt, wir stürzen noch ein. Ich hab extra die Truhen hier auf diesen Pfeiler gemacht. Ja, bringt und ja nichts, wenn die einkloppen. Ja, das ist ja... Ah, dieser Boy, ey. Machen wir ihn jetzt. Ja, ich warte jetzt, bis es gleich hell wird und dann gehe ich gucken da hinten das Haus, reinige das und dann verbarrikadiere ich mich da. Vor allem deine Definition von, bis es gleich hell ist. Ich gehe hier nicht weg. So gerade mal 2 Uhr morgens. Na und? Ich habe Zeit. Ich mach das nicht. Ich habe ja gesehen, was bei rauskommt. Voll der Angriff hier. Liegt mein Schlafsack da noch? Nö. Oder muss ich ihn neu machen? Ja. Geil. Das ist doch geil. Das ist mein Spiel. Alter. Ich weiß auch nicht, warum du so eine dumme Idee hattest. Lass doch da oben die Schlafdecke platzieren und da irgendwie. Hä, ich? Aber, was natürlich jetzt praktisch ist... Brauchst du Ärger da unten oder was? Brauchst du Ärger da unten oder was? Was jetzt aber praktisch ist, wir wissen, dass diese Art von Baukonstruktion für den Blutmond definitiv nicht geeignet ist. Das brauchte ich nicht so sehen, das wusste ich schon vorher. Und du hast jetzt den Topf da in mein Lagerfeuer gepackt und der Topf ist jetzt auch weg. Ja, aber wir haben noch einen Topf und ein Gitter hier in dem hier. Ja und?
Zwei wären aber besser gewesen. Deswegen habe ich gesagt, du sollst das da nicht rauf machen. Ja, hättest du doch rausnehmen können wieder. Ich habe gesagt, brauche ich nicht. Und du hast es mir aufgezwängt. Aufgezwängt. Aufgezwungen. Aufgezwängt. Ja, du warst aufdringlich und hast es trotzdem gemacht. Willst du mich verarschen? Ich? Nein, er hier. Willst du mich verarschen? Und er ist schon wieder tot. Nein, mein Schlafsack ist weg. Die Staffel ist ja viel schlimmer als die erste. Ich hab mir schon 9 gemacht. Ich bin ein bisschen intelligenter als du, Kollege, ey. Tschüss, viel Spaß. Seh zu, wie du herkommst. Ich bin zumindest so einigermaßen in der Nähe. Ja, 370 Meter ungefähr. Aber trotzdem bist du schlau. Danke, ich hätte mich als dumm betitelt. Ja. Junge, Junge, dieser Typ, ey. Du hast nichts gelernt aus Folge aus der ersten Staffel, ey. Neulich beim Bewerbungsgespräch. Und was sind Ihre Stärken? Ich bin lernresistent. Ich frag noch, sind die Schlafdecke weg? Ja. Wieso krieg ich denn hier kein Holz raus? Ein kleiner Weg mit dem Zaunfall, aber das bringt bei ihm wohl auch nichts. Ich muss nur meinen anderen hier hinlegen irgendwo. Was? Ich bin dumm. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen für mich. Die ganzen Eier, das Fleisch. Ich habe hier ein Haus, aber ich traue mich nicht reinzugehen. Holzknüppel. Ah nein, mir fehlt 2 Holz. So, ich fühle mich schon viel sicherer. Ich habe erstmal meinen Schlafsack nach unten gelegt, damit mir nicht sowas passiert wie dir. Weil ich glaube, ich gleich sterben werde. Du musst da optimistisch an die Sache rangehen, oder? Nee, ich habe Durst und zwar Hunger. Aber nicht von dir. Das kannst du. Okay, ich komme erstmal wieder zu dir. Nein, du bleibst schön weg. Du kannst doch gar nicht ohne meine fachmännische Kompetenz. Genau. Wieso finde ich denn jetzt ständig Hopfen? Da kann man Bier draus machen. Ja. Mit Wasser. Achso, und... Habe ich noch was für einen Bogen? Du hast alle Zutaten für das... Achso.
Was ich mir aber wiederholen werde, ist meine Schrotflinte. Mhm. Nanu? Jo, ich verdurste, glaube ich. Auch voll schön. So hat jeder seinen Laster zu tragen heutzutage. Nein, hau ab, Alter! Oh, ich habe ihn abgehängt. Ah, nix mehr, ne. Marathonläufer. Oh, Jasmin. Rate mal, wer immer näher kommt. Kleiner Tipp. Er ist dumm, aber gut aussehend. Du nicht. Oh. Okay, er ist nur dumm. Oh Gott. Oh nein, nein, nein. Orangene Augen. Warum? Wieso, was habe ich dem Spiel denn getan? Ja, oh nein, ich werde verfolgt. Und ich blute. Oh nein, oh nein. Sie holt auf. Sie ist definitiv. Sie ist schneller als ich. Au! Oh Gott. Ich glaube, ich bin infiziert. Das läuft ja bei mir. Gesegnet. Danke, ihr Götter. Ich finde das auch diesmal ganz schön schwierig, ey. Wir sind einfach zu verwöhnt gewesen. Wollte ich gerade sagen, ich glaube, das ist nicht schwerer als letztes Mal. Wir sind nur verwöhnt, weil wir so viel hatten. Gutes hatten. Für meine Kanone. Pistole. Hallo? Ist hier noch jemand in diesem Camp? Ja, ja, ja. Genau. Jasmin, ich komm zu dir. Warum? Oder auch nicht? Steinpfeil. Schlange. Schlange? Ja. Lange. Schlange. Ach, Schlange, ich hab lange verstanden. Ich will ja mit lange. Du. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie weit würden das wahrscheinlich gehen. Können wir ruhig so ein Stück reingehen. Da muss der Baum weichen. Guck mal, Jasmin, das wird schon langsam hell. Ist das nicht herrlich? Mhm. Nicht. Nicht? Ist das nicht herrlich? Ja, das ist nicht herrlich. Irgendwie finde ich das immer ätzend, neu anzufangen. Oh. Bin mir nicht sicher, ob ich das mit der Steinschaufel machen möchte.
Nee, damit fangen wir später an. Das macht ja gar keinen Sinn. Habe ich nicht hier irgendwas zu essen, was ich essen kann, wo ich sterbe? Wir könnten Richtung Stadt gehen und da kannst du Glasscherben essen. Naja, ich gehe jetzt. Dann kann ich mich auch fressen lassen vom Zombie. Seid ihr jetzt endlich alle weg? Möchtest du Verbände und medizinische Sachen herstellen? Ja. Guck mal, der Mutti. In der Kiste kriegen wir nichts. Cool, das war's schon. War jetzt nicht so doll. Noch eine Schlange. Hm. Kann man eigentlich auch einstellen, dass der Rucksack auch auf dem Schlafsack bleibt, dann, wenn man stirbt? Du kannst einstellen, dass du quasi deinen ganzen Rucksack mitnimmst, wenn du stirbst, aber das wäre ja ein bisschen OP. Warum? Für mich wäre das gut. Müsst ihr nicht immer zurücklaufen. So, warte, ich habe hier noch was für dich. Wo hast denn du deinen Schlafsack jetzt platziert? Wieder unten? Ja. So. Ja, wollen wir denn weiter stratzen erstmal? Nee, ich möchte jetzt gleich erstmal sterben und dann können wir weiter stratzen. Spring doch hier runter. Der habe ich ja nicht. Tag. Du hast ein bisschen Damage gekriegt, aber du hast auch erst die Leiter mitgenommen. Habe ich nicht. Oder ich habe eine Idee. Komm mal mit, da stirbst du sofort. Ja, ich will nur meinen Rucksack nicht so weit suchen. Nö, ist gleich hier vorne. Lauf mal auf den blinkenden Teller da. Ja, weil wenn wir jetzt losgehen und ich... ja, alles gut, ich... das sah so stumpf aus. Oh, die ganzen Zombies sind neu gespawnt. Nicht dein Ernst? Nein, war ein Scherz. Ey, du kannst jetzt bei deinem Rucksack spawnen. In der Nähe. Hä, ist sie doof? Warum fragen die mich das? Wenn ich eh weiter weg bin. Du warst bei deinem Schlafsack, oder nicht? Nein. In meinem Rucksack kannst du reingeben. Hast du den nicht gesehen? Was? Den gelben Lootbag? Nee. Oh. Hab ich mir nicht gedacht. Gesehen. Hab ich mir gedacht. Lag da wirklich einer? Ja. Den habe ich mir erstmal genommen. Hast du dir gegönnt, ne? Ja.
Ja, welche Wohnung möchtest du denn gern haben? Ein wieder so etwas kleineres, aber schön. Okay, klein, aber schön. Honig hast du nicht noch rein zufällig, ne? Nein. Da behalten wir erstmal. Ja, besser ist das auch. Ich hatte jetzt nicht vor, dir den zu geben. Ja, ich werde bestimmt noch einen finden, bevor ich 5% Infektion habe. Ey, hier kannst du sogar leben jetzt. Schaufeln. So, guck mal hier, mein Kleiner. Oh, wie romantisch das aussieht. Mit den Lichtbrechungen, das ist voll schön. Überhaupt. Herrlich. Ich trotzdem ein von Latz. So, Kühlbox. Oh, geil. Oh Gott, hab ich hier bei irgendeinem Familientreffen gestört? Du hast die Ruhe weg, ne? Ich? Nee, aua! Ich weiß gar nicht, wo du bist, ey. So. Wie kann sie dabei noch leben? Wollten wir nicht rechts rüber da? Sie ist zweimal gestorben, Jasmin. Da sind Häuser. Ja, ich guck grad noch nach Honig, weil ich sonst ja irgendwann an einer Infektion sterbe und das möchte ich gern umgehen und ich hab so einen Teammate und der ist so... Ich brauch den Honig selber. Den hättest du mal ein bisschen suchen müssen, du. Weißt du, ich hatte Honig. Es gab einst eine Zeit, und dort hatte ich Honig und dann bin ich gestorben. Na, die Zeit ist vorbei. Was haben wir hier? Holz nehme ich. Das ist aber ein großes Haus hier. Wirkungste Versandkiste. Hier liegt bei Schlafdecke. Hier liegt eine Tote. Verbessert die Fähigkeit zum Fertigen von Reparaturwerkzeugen. Möchtest du eine Stufe 2 Schaufel? Hab ich doch. Okay. Das ist ja eh nur so eine Steinschaufel, aber. Ja, hab ich. Stufe 2. Ist der Tote lebendig oder ist er tot? Bist du jetzt da im Haus? Ja, ich bin hier in ein Haus jetzt reingegangen oben. Wieso ist das hier vermint? Oha. Ja, der hat mir das auch angezeigt eben. Irgendwas mit Totenköpfe. Ja, 2. Ja. Wo oben ist das jetzt vermint oder was? Ja. Aber wo ist hier der besondere Loot? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh nein, nicht schon wieder. Oh, Kacke. Denn? Ist egal, ich bin gleich tot. Mach die Tür zu. Wo ist die verdammte Haustür? Hier vorne, aber die ist zu. Mach die mal auf. Oh Gott, Kacke. Ja, wie denn? Keine Ahnung, lass mich hier raus.
Ja! Das Ding hat 1000 HP! Ah, ich dachte, du wärst das! Nein, nein! Ah! Bist du denn tot? Ich arbeite dran! Mann! Warum? Bist du tot? Ich möchte nicht drüber reden. Oh, du bist tot. Ich wollte gerade reingehen, dir helfen. Aber lieber nicht. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Pech wollen Sie haben? Ja. Nö, ich bin da oben. Ich wollte gucken, wo der Hauptblut ist. Ja, ich sehe dich schon. Ja, ja, da war halt so ein kleines Löchlein im Boden. Und da habe ich gedacht, ich guck da mal rein. Und dann ist der Boden unter meinen Füßen weggebrochen. Na denn? Ja, und dann war ich in einer Zombie-Hochburg gefangen. Keiner kam mir zu Hilfe. Hä? Also konnte nicht. Ich hab dir die Tür aufgemacht. Heidelbeeren. Ja, ich weiß. Geil. Ja, ich kann immer noch kein Holzknüppel herstellen, ne? Knübel. Ne, mir fehlen noch 2 Holz. Ja, genau. Ich werde Rache an dir und deines ganzen gleichen Gesindels. Ja, ich würde sagen, ich muss da wieder rein. Ja, musst du, ne? Wegen deinem Rucksack. Ich sag mal, so wichtig ist der nicht. Ich kann ja alles neu sammeln, aber... Ja, ja. Das wäre halt schon cool. Schade, dass ich die... Kann man die Minen aufsammeln? Nee, ne? Ich würde jetzt auch nicht zu dicht rangehen. Riecht der ganze Boden? Vorsicht vor... Oh Gott. Was denn? Ich habe gedacht, du hast die Minen nicht gesehen. Im Gegensatz zu dir schon. Ich bin nicht an einer Mine gestorben, ja? Ja, also professionelles Gameplay braucht man hier nicht erwarten. Nö, ich denke hier nur an mich. Ne, ich meine jetzt so von uns beiden her. Wieso? Wir spielen ja nicht gerade wie Pros. Ich bin auch keiner. Ich möchte auch eigentlich keiner sein. Es nimmt dann so ein bisschen den Spaß, glaube ich, wenn du alles zu gut kannst. Ich finde es gut, dass ich das nicht kann. Lustig. Da kommen so ein paar Lachmomente. So, ich habe jetzt aber ein Nähset. Das heißt, wenn ich das nächste Mal eine Schnittwunde habe... Da hat sie aufgemacht, okay. So, von hier oben kann man mal gucken, wo man hingeht. Aber das sind ja hier so viele Häuser. Was wollen die denn jetzt hier? Wie sollten die hier? Ich glaube, ich sterbe gleich. Das hast du schon gelesen. Brauche ich. Alter, wollen die mich verarschen? Zu fünft oder was? Jo, ich bin gleich tot. Wo bist du denn drin? Draußen? Weg, weg, der läuft nicht. Bist du drin? Ich spring vom Dach. Nein, diese. Ich bin auf dem Dach. Ja, geil. Och, leck mich doch, ey. Oh ja, ja, ja. Ich hab dich gefunden. Oh, ey, das ist mir zu anstrengend. Ich mag so eine Spieler einfach nicht, wenn man ständig stirbt. Und wieder anfangen. Wir kriegen das hier schon gesäubert. Ich will das nicht säubern. Ich will einfach nur ein Haus langsamer haben.
Mann, jetzt lasst mich in Ruhe, ey. Ich hau jetzt ab hier. Da ist eine Kiste. Okay, ich hab meinen Rucksack. Komme zu dir. Ich hab meinen auch schon wieder längst geholt. Wir brauchen jetzt ein Haus. Oder wir bauen uns einfach. Aber das ist doof, weil wir nicht so viel Stein und so haben. Ja, das Abbauen der Rohstoffe ist jetzt noch ein bisschen Problem. Nee, wäre kein Problem, wenn man die Sachen, die man jetzt schon hat, wegpacken könnte. Aber dafür bräuchte... Siehst du, ich bin überladen. Aber dafür bräuchte man jetzt erstmal ein Häuschen. Ich kann die ganzen Autos hier nicht... Hä, das kannst du... Was machst du da? Das ist verschlossen. Da ist Munition drin. Ja! Genau! Alter. Oh, die Scheiße! Oh nein! Yo, nein, komm! Danke! Hör doch auf! Was ist denn das für die Kacke jetzt? Da sind Waffen, da ist Munition drin! Es läuft hier nur noch einer hinterher. Den können wir kalt machen. Der macht. Ey, ich krieg hier gleich einen Föhn! Dann dreh dich doch um und hilf mit raufhauen! Ich kann nicht! Ich hab. Ich kann gar nichts machen. Willst du mich verarschen? Ich konnte mich eben nicht umdrehen. Echt nicht? Nein. Alter, ich krieg gleich... Lass sie in Ruhe. Lass ihre Leiche in Ruhe. Oh, Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Oh, oh. Genau, bei meinem Rucksack. Und der Rucksack liegt da hinten. Oh, Gottes Willen. Auch ein bisschen doof gemacht. Ja, ich lenke ihn ab. Du kannst deine Sachen holen. Nee, ich meine, das steht beim Rucksack. Der Rucksack ist voll weit weg. Wie viel hält denn der aus? Ja, der hält doch immer viel aus. Das ist doch der, den wir auch immer hatten. Ja, Patrick, wir müssen uns jetzt erstmal einen Plan machen. Ja, also so geht's nicht weiter. Also das mit dem... Ich habe nur gelesen, dass in den Polizeiautos immer Munition drin sein soll. Mhm. Was passiert, wenn man das öffnet? Da, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ein Haus. Definitiv ein Haus, was wir uns erstmal sicher machen können. Wer hätte gedacht, dass das so viel Ärger einbringt, wenn man ein Polizeiauto knackt? Ja. Wir brauchen ein Haus. Ja. Hier ist das Polizeiauto gerade egal. Das hat Krach gemacht. Ein wenig. Erstmal. Ja, pass auf, wir machen das jetzt. Wir gehen jetzt mal ein bisschen mit Plan ran. Wir suchen uns jetzt ein kleines Haus. Ein bisschen am Rand, würde ich sagen. Dort lassen wir uns nieder. Bauen von dort erstmal auf und dann bauen wir uns dann eigene Kram. Ja, aber es gibt hier kein kleines so, Haus. So, damit fangen wir nächste Folge an. Schaltet morgen wieder ein, wenn ihr was zu lachen haben wollt. Wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut. Ciao.